Im Islam ist es ganz klar, und das muss man wissen, ja, dass wenn es einen islamischen Staat gibt, ja, dass das Gesetz, dass die exekutive Gewalt und die gesetzgebende Gewalt sich an was hält? An den Koran und die Sunna. Das ist einfach so. Nur wir leben hier. Das heißt, stimmt, es hat keiner das Recht hier, Selbstjustiz durchzuführen. Das heißt, hier beispielsweise eine Körperstrafe durchzuführen, etwas anderes. Und das ist unser Ziel. Wir haben unsere Aufgabe darauf beschränkt, die Menschen zum Islam zu rufen. Der Islam ist nicht gekommen, im Übrigen ist der Islam nicht gekommen, um Menschen die Hand abzuhacken, sondern der Islam ist dazu gekommen, um Menschen zu überzeugen, dass Stehlen schlecht ist. Der Islam ist dazu gekommen, Menschen zu überzeugen, dass Unzucht falsch ist. Und das Ziel des Islam ist nicht, jemanden zu steinigen oder jemanden die Hand abzuhacken, sondern das Ziel des Islam ist, den Menschen zu erziehen, ein besseres, gottesfürchtiges, frommes Leben zu führen. Und das ist unser Ziel.